Lass uns schnell das Kuchen-TV-Video gucken. Ich will mich nochmal kurz aufregen. Let's go. Freunde des gemütlichen Sitzens. Ich habe ja bereits vor 2 Monaten ein Video zu der ZDF-Propaganda im Blickpunkt auf Manspreading hochgeladen. Ohne dass es irgendeine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, wird Werbung für diese beiden eher weniger intelligenten Femme-Extrem-Frauen gemacht, die Hosen rausgebracht haben, in dessen Mitte so Sachen stehen wie Give Us Space oder toxische Männlichkeit. Damit wollen sie gegen Männer vorgehen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln sehr breitbeinig sitzen und damit anderen Leuten den Platz wegnehmen. Wie gesagt, gibt es dazu gar keine hundertprozentigen Erkenntnisse. Das heißt, es wird hier einfach irgendwas zum Problem gemacht, was nicht mal bewiesen ist, weil man weiß gar nicht, wie oft kommt das vor, warum kommt das vor und so weiter. Trotzdem wird dagegen natürlich direkt gehetzt, denn das passt sehr gut in die eigene Ideologie. Kein Plan, warum die Öffentlich-Rechtlichen den beiden die ganze Zeit eine Bühne geben, weil den Bildungsauftrag erfüllen die Öffentlich-Rechtlichen damit so circa gar nicht. Aber es wird noch schlimmer, denn der RBB hat jetzt eine neue Reportage rausgebracht, und zwar Manspreading. Beine breit gegen Sexismus. Und Manspreading, ist das überhaupt ein Ding? Das klingt nicht nur dämlich, sondern ist es auch. Die Bewertung spricht dir halt wirklich schon Bände. 38 Likes zu 2600 Dislikes. Also anscheinend haben 38 Leute an der Doku mitgearbeitet. Aber ich weiß schon, wie sie die Dislikes verteidigen werden. Sag mal, ich habe so 50 Leute wirklich misshandelt auf der Bühne. Ja. Und jeder Mensch, jeder normale Mensch kennt ja auch nochmal so 50 Leute. 50 mal 50 sind 2500. Passt das mit den Dislikes? Achso. Was ich an der Reportage besonders gut finde, in dem gesamten Film wird nicht ein einziges Mal ein Mann interviewt oder gefragt oder sonst irgendwas, aber dafür haufenweise Frauen. Die Reporterin, die Femme-Extrem, so eine Buchautorin, die nichts dazu beizutragen hat und die zwei Frauen, die die Hosen bedrucken. Männer komplett Fehlanzeige, obwohl das ja eigentlich ein Problem ist, was von Männern verursacht wird. Ja, das wäre es da nicht gut, sich auch mal die Seite der Männer anzuhören? Warum sucht man nicht Männer, die wirklich so breitbeinig da sitzen und fragt... Und spricht sie einfach an, ne? Die mal, warum die das eigentlich tun. Stattdessen ist die einzige Meinung, die man in dem Video mitbekommt, die der Femme-Extrem, die natürlich sehr einseitig für ihre Ideologie stimmt. Ist ja auch klar. Direkt der Anfang ist ein kompletter Reinfall. Manspreading. So nennt sich dieses Phänomen und zeigt, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Männer ihren Platz im öffentlichen Raum nehmen. Mit welcher Selbstverständlichkeit sie sich den Platz nehmen? Bro, also ich habe mir die Seite mal angeguckt. Auf wirklich keinem einzigen Bild wird einer Person der Platz weggenommen. Wenn die Sitze frei sind, dann kann ich diesen Platz doch nutzen, sonst macht es doch gar keinen. Ja, das ist eigentlich richtig, ja. Wenn ich... Also, ich sag's ehrlich, wenn ich am Flughafen bin, also wenn ich fliege und es sind 2 Sitze neben mir frei, dann ist mein erster Move doch, meinen Rucksack auf den Stuhl zu stellen. Weil das ist, also, das nennt man Territorialverhalten. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die Territorialverhalten ist ein komplett natürliches, biologisches Verhalten des Menschen. Und ich habe das auch schon bei Frauen und auch Transgendern tatsächlich beobachten können. Also wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, vielleicht bin ich jetzt nicht der beste Experte dafür. Ich bin auch sehr lange nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt gefahren, durch Corona und sowas halt, ne? Wichtig ist natürlich nur, dass man den Platz auch wieder freigibt, wenn sich da tatsächlich jemand hinsetzen möchte. Vor allem zeigen sie dann dieses Bild hier. Ich habe mir das jetzt wirklich einfach mal 10 Minuten angeguckt und da ist mir eine Sache aufgefallen. Da ist ein Koffer zwischen seinen Beinen. Der kann gar nicht anders sitzen, wenn da der Koffer ist. Und den Koffer packt man so zwischen die Beine, weil er so nicht so leicht geklaut werden kann, als wenn man den neben sich hinstellt. Ja. Wow. Genauso dieses Bild hier. Man könnte jetzt denken, okay, der quetscht die Frau ja schon ein bisschen ein. Allerdings kann man am Platzende, an dem Bein und an dem Fuß erkennen, dass er nicht mal über seinen eigenen Sitz hinausragt. Er nimmt also niemanden den Platz weg. Krasses Manspreading auf jeden Fall. Am besten ist allerdings dieses Bild hier. Da wird nämlich ausgesagt, dass ja ein Platz jetzt gar nicht benutzt werden kann, weil die beiden sich da so breit machen. Ich meine, mal abgesehen davon, dass die ein bisschen fülliger sind und grundsätzlich mehr Platz brauchen, wisst ihr, wann das Foto hochgeladen wurde? März 2020. Warte mal, da war doch irgendwas, weswegen man Abstand halten musste. Corona oder irgendwie so eine Pandemie. Also selbst wenn sie den Platz freigehalten hätten, hätte sich da gar keiner hinsetzen dürfen, weil mindestens ein Platz Abstand schon sein sollte während einer Pandemie. Also auch wieder ein klasse Beweis dafür. Ja, die Seite will also, dass sich da extra noch einer reinquetscht, damit falls einer von denen Corona hat, dass auch danach direkt alle drei haben. Ja. Wahrscheinlich, weil dann auf jeden Fall 2 Männer betroffen sind und das tut denen wahrscheinlich gut oder so. Die Seite ist also faktisch gesehen einfach der größte Mist, wird aber von den Öffentlich-Rechtlichen einfach als der Beweis für Manspreading
Trading hingestellt. Hat sich die Seite irgendwer von euch mal angeguckt, bevor das gesendet wurde? Für mich steht das stellvertretend für stereotype Geschlechterrollen. Und die Frage ist, was kann man dagegen tun? Sie sagt, dass Manspreading für sie für stereotypische Geschlechterrollen steht und was man denn dagegen tun kann. Alleine das ist halt erstmal komplett einseitig und wissenschaftlich wirklich mehr als kritisch. Eigentlich müsste das Ganze so sein. Du hast die Vermutung, dass Manspreading existiert und für stereotypische Geschlechterrollen steht. Um das zu belegen oder auch zu widerlegen, führst du eigentlich Studien durch. Du kannst schauen, wie oft passiert das und mit den Betroffenen darüber reden, warum sie so sitzen. Ja, normalerweise ist doch erstmal die These und dann ist doch die Prüfung der These und dann geht es doch an die Problemlösung. Also man prüft ja die These tatsächlich nach. Ist das überhaupt ein... Zumindest ist das doch ein wissenschaftlicher Ansatz, oder? Dann hast du eine Auswertung, auf deren Basis du schauen kannst, ob das existiert. Und falls es existiert, kannst du durch die Gespräche mit den Betroffenen schauen, wo man Ansätze finden könnte, wo man etwas daran ändern kann. Aber sie sucht überhaupt keine Beweise für ihre These, sondern ihre These und ihre Meinung ist das einzig Richtige. Das ist ein Fakt, obwohl sie dafür überhaupt gar keine Beweise hat. Sie will jetzt also direkt schauen, wie man das Verhalten der Männer ändern kann, obwohl dieses Problem ja nicht mal bestätigt worden ist. Das ist halt Journalist. Nicht nur absolut fehlerhaft, sondern auch ziemlich gefährlich. Was macht es mit euch, wenn ihr euch diese Pose sozusagen zurückholt? Die Pose zurückgeholt? Also möchtest du mir damit sagen, dass früher Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln immer so gesessen haben, dann haben das aber die Männer übernommen und die Frauen durften das nicht mehr und jetzt holen sich die Frau diese Pose zurück? Weil anders würde diese Fragestellung einfach überhaupt keinen Sinn machen. Das war früher mal Womanspreading. Jetzt geht es erstmal um toxische Maskulinität. Dazu sagt sie Folgendes. Vor allem Schwäche nicht zeigen dürfen, aber natürlich auch ne, die Beine nicht überschlagen, weil das ist, also wenn Männer das tun, wird ihnen häufig Männlichkeit aberkannt. Ja. Sie denkt, glaube ich nicht, also selbst, also wenn ich, das, es gibt so einen sehr ironischen Song, der letzte echte Macho, da singt sogar Finch asozial halt genau darüber. Dass er halt sagt, man überschlägt die Beine nicht und das ist ja auch Kunstfreiheit und sehr, sehr zynistisch zu betrachten. Also Digga, Beine überschlagen ist doch überhaupt kein Problem, I guess. Kann doch jeder sitzen, wie er will. Ich finde halt wirklich, dass Jungs so erzogen werden, dass sie immer breitbeinig sitzen dürfen und auf gar keinen Fall mit überschlagenem Bein, weil das ja nicht männlich ist. Das ist halt so unglaublich absurd und falsch, dass das lustigerweise schon der Top-Kommentar unter meinem ersten Fans... Hey, mir wurde als kleiner Junge immer gesagt, setz dich in die Bahn, immer schön breitbeinig, um Frauen diskriminieren. Spreading-Video ist. Und das ist jetzt halt wirklich deren Argument. Digga, das kannst du dir halt einfach nicht ausdenken. Wie muss ich mir das bitte vorstellen? Sohn... Vergiss bitte nie. Sitz so breitbeinig in öffentlichen Verkehrsmitteln wie möglich, damit Frauen keinen Platz haben. Das werde ich, Papa. Das werde ich. Das muss man sich halt wirklich mal überlegen. Eigentlich wäre diese Frau jetzt in der Beweispflicht. Denn auch bei Google und so weiter habe ich nichts dazu gefunden, dass Jungs in irgendeiner Art und Weise so erzogen werden. Und ich habe das bisher auch ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen. Aber also toxische Maskulinität gibt es. Na klar, natürlich gibt es das. Das spricht ja auch keiner ab. Nur ob diese Thematik jetzt der beste, das die beste Metapher ist, um das zu beweisen, ich glaube, da gibt es bessere, deutlich bessere Beispiele. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das halt relativ egal, ob das jetzt mit Fakten belegt werden kann oder nicht, weil ich sag mal, es ist gegen Männer und deswegen ist es auf jeden Fall richtig. Sie behaupten jetzt also, dass Manspreading toxische Männlichkeit und anerzogenes Verhalten ist. Ja, lustigerweise hat der RBB selber vor 2 Wochen so eine Frauenwoche gemacht gehabt und da haben sie ebenfalls schon einen Beitrag zum Thema Manspreading gemacht. Und da sagen sie komischerweise was komplett anderes. Das Manspreading ist wohl ein vor Urzeiten erlerntes Verhalten. Studien mit Fotos belegen, dass Frauen Männer attraktiver finden, wenn sie breitbeinig sitzen. RBB selber hat also vor 2 Wochen von einem Verhaltensbiologen den Fakt bekommen, dass das wahrscheinlich auf ein Verhalten der Affen zurückzuführen ist, womit sie imponieren wollten, indem sie quasi zeigen, wie toll ihre Geschlechtsteile sind und natürlich, dass die Frauen das im Durchschnitt sogar attraktiv finden. Die gleichen Fakten werden jetzt aber vom gleichen Sender einfach komplett ignoriert und es werden lieber ideologische Lügen dieser beiden Frauen verbreitet, die ganz andere Gründe darin sehen, die kein Wissenschaftler jemals bestätigt hat. Aber gut, 2 Femextreme werden es wahrscheinlich besser wissen als ein studierter Verhaltensbiologe, da bin ich mir sicher. Und ja, mir ist natürlich klar, dass an den beiden Videos nicht die gleichen Mitarbeiter... Der Verhaltensbiologe ist ja auch ein Mann, der kann das ja gar nicht wissen. ...da dran gesessen haben. Aber wie kann denn ein Sender 2 Wochen vorher schon mal über das gleiche Thema berichtet haben und sich dann nicht mal
mal die Mühe machen, das irgendwie zu prüfen oder zu schauen, ob das, was da gesagt wird, auch wirklich stimmt. Ich meine, so ein Wissenschaftler sagt was ganz anderes als diese beiden Frauen. Warum wird sowas dann gesendet, wenn es offensichtlich einfach nur ideologischer Müll ist, der auf keiner wissenschaftlichen Basis beruht? Man weiß also beim Sender quasi schon, dass die kompletten Müll labern. Ja. Warum wird ihnen trotzdem diese Bühne und Reichweite gegeben? Ich verstehe es einfach nicht. Aber es wird natürlich noch besser. Wenn uns jetzt das sozusagen vorkommt, dass jemand uns gegenüber spreadet zum Beispiel, dann würden wir jetzt unsere Beine öffnen. Und meistens, also eigentlich immer, fühlt sich Person adressiert und angesprochen. Also sie merkt, wir imitieren hier gerade eine Körperhaltung und sind davon, glaube ich, erstmal auch irritiert. Aber wieso spricht man die Person nicht einfach an und sagt, yo, setz dich mal nicht so asozial hin, mach mal Platz. Allermeistens trotz, ne? Also die machen die Beine dann teilweise noch weiter auf. Einmal hatten wir das auch, dass die Person sich weggesetzt hat. Das fanden wir gut. Okay, wenn Sie dieses Verhalten in der Bahn wahrnehmen, dann setzen Sie sich ganz provokant gegenüber, machen Ihre Beine breit und dann steht dann sowas wie Give a Space. Und wundern sich dann, dass die Leute ebenfalls provokant agieren und ihre Beine auch weiter auseinander machen? Und wahrscheinlich fühlen Sie sich damit auch noch komplett bestätigt. Du wirfst Männern, die so sitzen, einfach vor, dass sie aufgrund von Sexismus oder toxischer Männlichkeit ihre Beine so breit auseinander machen, obwohl du die Gründe dafür halt überhaupt nicht kennst. Du interpretierst also irgendwas Negatives in diese andere Person rein, was du dann auch noch provokant zum Ausdruck bringst. Was denkst du denn, was passiert? Dass die Person sich freut, das einfach einsieht und mit dir ein nettes Gespräch führt? Warum geht ihr nicht einfach zu dieser Person hin, setzt euch daneben und redet mit ihr, warum sie denn so breitbeinig sitzen muss? Das nennt man Kommunikation. Dann wüsstest du vielleicht auch, was für Gründe es hat, warum Männer so sitzen. Wobei, sie sagt das sogar einfach selber in dieser Reportage. Aber auch gemütlich, oder? Ich find's super gemütlich. Kann immer so sitzen. Das kannst du dir halt wirklich nicht ausdenken. Die ganze Zeit behauptet sie, dass es ja an der Erziehung liegt und an der toxischen Männlichkeit. Oh nein. Und dann sitzt sie selber so und sagt, oh, das ist ja eigentlich schon saugemütlich, oder? Ja, es ist gemütlich. Och nö. Och Mann, och nö. Das, also, ach nö. Also, ach nö, weiß ich, ach nö. Das ist natürlich, ach Digga, nö. Oh nö, oh nö, oh nö. Ach komm, ach nö. Das hätte man doch jetzt, das hätte auch nicht, nee. Aus diesem Grund sitzen die Männer tatsächlich so. Sie haben einfach mit einem Satz ihre gesamte Ideologie und ihre gesamte Meinung das Klo runtergespült. Und es ist anscheinend auch wirklich niemandem aufgefallen. Es ist für alle einfach okay. Und die Öffentlich-Rechtlichen unterstützen sowas. Bevor das ausgestrahlt wird, guckt da irgendwer nochmal drüber. Und da dachte so, ja Mann, Digga, finde ich gut. Das war auch schon das gesamte Video. Am Ende reden sie noch mit so einer Buchautorin so 4 Minuten, aber die hat nichts dazu beizutragen. Das hat nichts mit Manspreading zu tun. Die ist eigentlich, die macht so Bücher über Blumen. Wahrscheinlich musste man einfach irgendwie die Sendezeit füllen. Dieser Beitrag ist halt wirklich einfach absolut schlecht. Und gerade von RBB bin ich einfach absolut enttäuscht. Denn man hat hier einfach wahrscheinlich absichtlich wissenschaftliche Fakten weggelassen, die man 2 Wochen vorher noch gesendet hat, damit man aus welchem Grund auch immer diesen beiden Frauen eine noch größere Bühne geben kann. Genau das gleiche hat ja auch schon ZDF und irgend so ein anderer öffentlich-rechtlicher Sender gemacht. Ich meine, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Beziehungsweise die wissenschaftliche Grundlage zeigt sogar, dass es halt ein Angebot Verhalten ist und dass Frauen das sogar attraktiv finden. Das ist was komplett anderes als das, was die behaupten. Steht alles in der Wurzel, ne? Warum wird das dann trotzdem verbreitet und gesendet? Warum wird nicht auf die Wissenschaftler gehört? Dass die Öffentlich-Rechtlichen und gerade auch RBB sowas einfach ohne Probleme senden und das für alle anscheinend auch in Ordnung ist, ist meiner Meinung nach halt einfach absolut peinlich und natürlich auch gefährlich, weil hier eine Ideologie verbreitet wird, wo absichtlich wissenschaftliche Fakten einfach weggelassen werden. Und ich sag's wie in jedem Video, wir zahlen dafür im Monat 17,50 €. Ach, ist das nicht toll? Halt, journalistisch ist dieser Beitrag halt wirklich in allen Belangen absoluter Schmutz. Ich habe selten eine so schlechte Arbeit gesehen. Das war's von mir. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye.